Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rough-Stream. Ja, heute bin ich mal allein unterwegs. Ich erkläre auch direkt warum. Akaya hat momentan keine Lust überhaupt bei irgendwas mitzumachen. Also nicht nur auf Rough bezogen, sondern generell. Er hat auch generell keine Lust momentan zu zocken. Ich kriege ihn nicht überredet. Das hält uns aber nicht ab, Rough mal endlich zu Ende zu spielen. Wir wollen ja mal langsam zum Ende kommen. Es kann auch sein, dass ich das Rough-Projekt generell jetzt allein zu Ende mache. Hab ja gerade so ungefähr genannt, warum. So, ich muss jetzt erstmal gucken. 2035 brauchen wir. So, 3. Und wir müssen eine ganze Weile fahren. Die nehme ich mir nochmal. Nutze ich das halt, um hier vorne abzusichern. Ich habe den Hammer reingetan aus Versehen, oder? Nee, ich habe ihn sogar weggeworfen. So. Das muss halt einfach abgesichert werden. Dass der die Rohre nicht wegfrisst. War da gerade nicht noch ein Plastik? Das sieht mir sehr bekannt aus. Denen geht's gut. Wir kommen so langsam an. Mit den Kisten kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, ne? Wir können sie so noch aufstellen. Oh, ich sehe schon, das Gebiet, wo wir jetzt hinkommen, ist auf jeden Fall groß. Und ich muss auch noch alleine denken. Nein! In meinem Hirn ist doch gar nichts drin. Ja. So, das sollte reichen für mich allein. Ich gucke jetzt noch, dass ich mir die Pfeile eben kurz hole. Da kann ich mir ruhig das ganze Paket gönnen. Okay, ich sehe auf jeden Fall, dass man den Kran nach unten bringen muss. Das ist hundertprozentig. Ich hoffe, es ist nicht wichtig, wo ich anlege. Kommt man von der Seite gut da hoch? Scheinbar ja. Ja, dann gucke ich einfach nur, dass ich möglichst nah halte. Denk mal, der Hai wird das Floß schon in Ruhe lassen, während ich auf der Insel bin. So, aber sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht, dass die weggeknabbert werden.
Zur Sicherheitshalber nehme ich mir hier noch die 2 Eimer Milch mit. Kann ich mir eigentlich sogar direkt unten in die ganze Leiste ziehen, ne? Den Hammer packen wir weg. Ich guck gerade, was könnte noch gebraucht werden. Eigentlich nix. Ich glaube, ich brauche den Haken auch auf der Insel nicht. Ich könnte das mitnehmen, habe ich gerade überlegt. Ja, würde ich mal sagen, let's go auf die Insel, ne? Nicht zählt mich. Ich hoffe, es gibt eine Verbindung zwischen den beiden. Ja, da oben ist ein Seil gespannt. Okay, es gibt eine Verbindung. Raus damit und... Boah, sieht hier schon mal cool unter Wasser aus. Oh, wie das aussieht, muss ich auf jeden Fall auch da runter. Während der Penner da ist. Wir gucken erstmal oben. Muss ich ernsthaft über die Nester? Lustig. Okay, gratis. Man muss bedenken, Leute, es ist keiner da, der mich saven kann. Also, wenn ich tot bin, bin ich tot und dann verliere ich, was in meinem Inventar ist. Solange nichts in meinem Inventarleiste da unten hin muss, hole ich die Pfeile da mal hin. Ich hätte mir den zweiten Bogen mitnehmen sollen. Und es ist, glaube ich, auch nicht dumm, das Raft ein bisschen näher an die Insel zu bringen. So, dich töte ich nach Möglichkeit lieber aus der Entfernung. Ja, genau, Falltod um. Beratis, erinnere ich mich, die respawnen. Hallo? Ist da einer drin? Ich muss mal. Also wir sind hier auf einer Bauinsel. Das könnte spannend werden. Okay, ich komme von hier aus da nicht rein. Hochklettern war schon richtig, aber gucken wir uns erstmal hier oben. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Wir haben in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft hier was übersehen bei diesem Spiel. Muss ich auf der Seite auch runter? Wäre eventuell sogar besser, weil auf der Seite der Hai wahrscheinlich nicht ist. Es tut mir halt leid, dass ich heute alleine bin. Aber ich kann ihn ja auch nicht vor dem PC zwingen, den Kollegen. Oder besser gesagt, die Kollegen. Sunny habe ich ja auch gefragt und der möchte heute einfach nicht. Der hat keine Lust auf Raft. Hallo? Habe ich hier Gesellschaft? Da liegt auf jeden Fall eine Notiz. Okay. Ich finde es interessant, wie hier einfach nichts zum Sammeln ist. Ich muss auf jeden Fall hier drüber klettern. Und klettern, kennen wir ja, ist meine große Stärke in diesem Spiel. Falltod um. Okay, bisher ist hier halt wirklich nichts, was ich einsammeln müsste. Vielleicht wäre unter Wasser was. Oh, ich liebe es, dass ich gleich nichts sehe, ne? Ich habe keine Taschenlampe dabei. Ich hätte mir eventuell eine mitnehmen sollen. Jetzt ist es auch zu spät.
Oh, warum sind die Sprünge so knapp? Ich glaube, in der Kiste wäre momentan auch keine Lampe gewesen. Boah, wenn ich hier einmal runterfalle, kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Außer ich kann die Leiter hier runterfahren. Bitte sag, dass du festbackst. Hi, Dodum. Ich mag eh keiner. Kann ich die Leiter runterlassen? Nee, die ist nur zum Raufklettern. Verdammt. Ah, hier ist aber mal endlich was. Okay, jetzt nicht unbedingt was, womit ich was anfangen könnte. Okay, dann klettern wir hier mal hoch. Sorry, mir hatte gerade einer geschrieben. Oh, was ist denn hier Schönes? Ach, eine Seilrutsche rüber zu der anderen Insel. Wir benötigen einen Kranschlüssel. Bei meinem Glück liegt er im Meer. Will ich da drüber balancieren? Ich glaube nicht. Eine gegarte Kartoffel. Die ist auf jeden Fall ein Bauplan. Ein Elektrogrill. Alter, geht's hier weit runter. Also entweder Seilbahn oder ich hole den Kranschlüssel, der wahrscheinlich im Meer liegt. Ich würde sagen Seilbahn. Da drin ist auch höchstwahrscheinlich, was ich suche. Oh, Zip-Zap habe ich gerade bekommen. Ah, wegen der Reichweite, okay. Was ist hier? Eine Toilette. Und da hat einer nicht abgespült. Das sehe ich nicht. Zumindest sieht man hier gut was. Auch bei Nacht. Das war mein großes Problem bei dem zweiten Story-Teil. Da habe ich hier einfach nichts gesehen. Ich sehe den Jump'n'Run. Okay, ich glaube, hier auf der Insel ist nichts. Also hier auf dem Teil. Ich glaube, ich muss echt einmal tauchen. Und den Kranschlüssel hoffentlich finden. Ich will aber erstmal sagen, ab ins Bett, damit wir unter Wasser mehr sehen. Hoffentlich habe ich eine Taschenlampe irgendwo mal gecraftet. Ich habe ihn noch rechtzeitig abgewehrt. Aber er wollte nochmal nachbeißen, er wollte sicher gehen. Ja, wir haben jetzt einen Elektrogrill, ne? So, auch mal alles eingesammelt, was hier ist. Machen wir erstmal aus dem Tag die Nacht. Aus der Nacht den Tag. So rum, so ist es richtig. Die können wir einfahren.
So. Die Palmblätter werden nicht benötigt. Das Teil ist leer. Über damit. Ich könnte mir eben kurz den Bauhaber nehmen. Dann save ich hier noch mal ein bisschen was ab. Und ich guck mal, eventuell hat er irgendwo noch was beschädigt. Ja, hier ist zum Beispiel was fast kaputt. Soll ich mal eben kurz reparieren? Dafür war er ja gut, der ist ständig rumgerannt und hat alles repariert. Ich habe es gehört. Sie haben ein Ei gelegt. Ich bin stolz auf meine Hühner. Ja, solange nichts in Arbeit ist, kann das Ding auch ruhig laden. Bretter wäre tatsächlich das nächste, was ich versuchen würde, hier auszubauen. Der Elektrogrill braucht natürlich auch Titan. So, das unnütze Zeug da rein. Den Bauplan, den können wir einfach ins Meer schmeißen. Oder ich tue ihn mal hier rein. Kann sich ja gerade den auch noch angucken irgendwann. So, haben wir noch eine Kopflampe? Nein. Was brauche ich denn, um eine herzustellen? Eine einfache Batterie. Und dafür brauche ich Kunststoff. Wir müssten Kunststoff haben. Obwohl, nee, den habe ich gerade verbraten. Nicht dem Lack. Schaffe ich das, ohne was zu sehen? Wird schwierig. Ich kann ja mal gucken, eventuell kommt man auf der anderen Seite ja leichter hoch. Runter. Auf der anderen Seite kann ich ja von der Theorie her ja auch tauchen. Ich finde es schön, wie der Container einfach nur Deko ist. So, dann mal gucken. Kann ich auch von hier aus runter? Müsste ich doch eigentlich, oder? Ich komme nicht mal hier raus. So, einfach gucken. Da sind Luftblasen auf jeden Fall. Weil hier sollte mich auch der Hai nicht nerven. Oh, ich kann da rein. Hier ist auch nochmal Luft. Okay, das hier ist hauptsächlich Unterwassererkundung. Verstehe. Ich gehe mal sicherheitshalber lieber auf Bogen. Aber trotzdem finde ich nichts. Wahrscheinlich muss ich auf beiden Seiten einmal gucken. Eventuell sogar... Ich habe gerade irgendwas gespürt. Wisst ihr, so die dunkle Tiefe, die macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Da bin ich wirklich ehrlich, so dunkle Tiefen machen mir mega Angst. Sind das Quallen? Aber sagt nicht, hier geht's unendlich weit runter.
muss ja diesen dummen Kranschlüssel finden. Ein Moment, Leute. Was sind das für Erschütterungen? Ich denke mal nicht, dass ich mit den Quallen kuscheln will. Geh. Da sehe ich eine Kiste. Ich habe einen Bausteinhelm. Und mir geht die Luft aus. Das wird sowas von zum Kotzen. Kann ich die töten? Nee, die Pfeile prallen an denen ab. Ja, ich habe einen Baustellenhelm. Okay. Okay, da kam einfach der Hai. Ich bin offenbar zu nah am Schiff. Ey, das ist so ultra nervig. Verzieh dich. Komm. Fight me, Demon. Fight me. Tod. Tod und Verderben für dich. Okay, jetzt habe ich zumindest ein bisschen Ruhe. Was soll das mit diesen Erschütterungen? Ich glaube, man braucht hier dringend eine Sauerstoffflasche. Ich stelle mich mal hier drauf und guck mal, was man für eine Sauerstoffflasche eben braucht. Und eventuell auch Flossen. Für beides brauche ich Kunststoff, was ich nicht habe. Am besten bei allen. Ist da irgendwas? Ist dieses Rumpeln irgendwie so ein Signal für die Viecher, dass die sich bewegen? Vier Teile eines Scheinwerfers werden benötigt, um einen Scheinwerfer anzumachen. Das hätte ich mir aber auch gleich denken können. Ey, das ist wirklich ein Unterwasserabenteuer hier. Mein Hund geht mir gerade auf den Keks. Ich habe den jetzt schon 10-mal auf ihren Platz verwiesen. Meine kleine Hündin. Ich will hier nicht sein. Ich suche viel lieber überhalb, also oberhalb der Meeresoberfläche. Und nicht darunter. Okay, auf der Seite ist einfach nichts. Ich hoffe, dass das die Maximaltiefe ist. Dass ich nicht noch weiter runter muss. Nee, da scheint Ende zu sein. Ich weiß, dass das Spiel eigentlich keine Horrorelemente hat. Aber ich habe trotzdem aus irgendwelchen Gründen Angst, dass jetzt irgend so ein Tiefseemonster kommt und mich packt. So, erstmal von hier aus gucken, wo will ich hin? Ach, wahrscheinlich muss ich dieses Tor irgendwie öffnen. So, jetzt darf ich hier um das Teil auch nochmal drumherum schwimmen.
Alter, jetzt hätte ich gerne wieder irgendwen bei mir. Vor allem dieses Rumpeln gefällt mir überhaupt nicht. Oh nee, ich sehe da unten nochmal eine Röhre. Das heißt, es geht nochmal tiefer. Ich gucke jetzt erstmal oberhalb, da war nämlich auch noch ein Raum. Ich mag's hier nicht. Von irgendwo muss ich reinkommen. Die Frage, hat mich gerade irgendwas gebissen? Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Aber das zeigt, dass ich auf der Insel irgendwo da rein muss. Zumindest hoffe ich, dass ich die Zeichen richtig deute. Bin schon fast wieder ganz oben. Und gefunden habe ich bisher noch nichts. Oder muss ich wirklich bis in die unendlichen Tiefen tauchen? Ich glaube echt, dass ich noch tiefer tauchen muss. Ah, mir gefällt das alles nicht. Ich will nach Hause. Warum ist die Tür auch von der anderen Seite verschlossen? Kommt man hier irgendwo durch? Hier sind auf jeden Fall Röhren. Muss von der anderen Seite aus rein. Ich würde zumindest gerne was sehen. Aber ganz ehrlich, wenn ich tiefer tauche, dann wird es auch nicht heller. Ich mache mir aus einer der Batterien, die wir gerade haben, eine Lampe und damit tauche ich dann. Ist mir jetzt egal, wenn der Hai auftaucht. Hab nicht gesehen. Oder warte mal, wir machen mal den anderen Trick. Normalerweise nutze ich den nicht, aber ich mache jetzt mal die Gamma-Werte einfach aufs Maximum. Damit wir ordentlich was sehen. Einen Moment. So, Schattenentfernung gleich 0. Dann sieht man auch gleich viel, viel mehr. Man sieht hier übrigens, dass ich euch nur die beste Qualität liefere. Ja, viel heller kann ich es jetzt nicht mehr machen. Dann nehme ich mir eine der Batterien. Ich mache dann einfach später nochmal eine neue. So, die ist gerade eh leer. Da ist nochmal übelst was kaputt. Vielleicht komme ich da ja rein. Das wäre zumindest erfreulich.
Also ich habe jetzt die maximale Helligkeit. Und man sieht halt trotzdem so gut wie gar nichts. Warum können das nicht diese komischen Teile sein, die ich brauche? Ich brauche Luft. Vielleicht sind die Quallen ja ein Wegweiser. Die kommen alle von da. Ich sehe da einen Knopf. Ja, kann ich aber auch nicht bewegen. Irgendwie war da was Unsichtbares. Falls ihr das jetzt auch gesehen habt. Da war es so, als ob die Map da endet. Hier geht's auch noch mal rein. Kann hier irgendwo Luft sein, bitte? Da geht's auch noch mal rein. Ich verliere schneller das Leben, als es wiederkommt. Aber ich sollte es bis zum nächsten Luftding schaffen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da muss ich rein. Jetzt muss ich nur warten, dass der Scheinwerfer angeht. Hier ist ein Hinweis. Oh, da ist Luft. Okay, jetzt weiß ich ja wenigstens, wo ich lang muss. Oder hab zumindest einen Anhaltspunkt. Oh, hi! Was bist du denn? Ein Anglerfisch! Boah, bist du schnell! Ich schieß den lieber ab. Als ob der Pfeil abgeprallt ist und durch die Welt fällt. Ich habe ihn besiegt, aber zu welchem Preis? Mein Hund geht mir gerade übelst auf den Keks. Weil er die ganze Zeit von der Seite aus knatscht. Wenn da jetzt noch ein Anglerfisch drin ist, ne? Schnell bewegen. Ich brauche Luft. Ach ja, ich habe mich jetzt übrigens über die Google-Suche gespoilert, weil ich halt wirklich jetzt nach dem Weg gesucht habe. Hier wird es einen Bossfight geben. Ich weiß nicht gegen wen, aber es gibt einen. Achtung, hier könnten Ratti sein.
So, ich habe meinen Hund jetzt rausgeschmissen. Teil eines Scheibenwerfers. 3 brauchen wir noch. Damit den zweiten Teil. Ich erwarte noch, dass uns eine Ratte über den Weg läuft. Varuna ist auf jeden Fall sehr interessant, aber auch sehr nervig. Vor allem nach wie vor, ich bin jetzt solo unterwegs, ne? Einmal sterben und alles ist weg. Ich habe Steine. Ich bin bewaffnet. Und Anglerfisch. Okay, 3 Stiche brauche ich, um den zu töten. Ich hole erstmal neue Luft. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal nach unten muss. Ich denke die ganze Zeit, ich werde angegriffen, sobald es rumpelt. Ich glaube, diese Teile sind Markierungen, dass ich da hoch kann. Also, dass ich auch nach oben schwimmen kann. Ja. Aber was bringt mir das Wissen? Wahrscheinlich ist irgendwo dazwischen auch mal eine Lampe. Ich glaube, 3 Teile haben wir jetzt. Ja. Wir brauchen ja noch den 4., damit wir in das andere Gebäude kommen. So, ist hier das Objekt unserer Begierde? Da geht es auf jeden Fall lang. Soweit ich das beurteilen kann. Nee. Hier ist nix. Ich glaube, ich muss unten noch mal ein bisschen weiter schwimmen. Hier habe ich, glaube ich, jetzt alles abgesucht. Ach nee, da kann ich noch hoch. Hier war ich schon. Ich glaube, ich muss echt schwimmen. Ist übrigens interessant, wie das Wasser in diesem Spiel funktioniert. Durch manche Gitter kann man durch. So, gucken, ist hier was? Boah, man trifft den auch so kacke. Ich mag diese Anglerfische nicht. Die sind so dumm zu treffen. Okay, hier kann ich hoch.
Da ist auf jeden Fall einiges. Mangonana. Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Ich sollte auf jeden Fall eventuell mal zum Schiff zurück. Den Haihappen kann ich hier lassen. Den haben wir schon. Die Rübe esse ich mal. Weil wir haben gerade ein ziemlich volles Inventar. Ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. Sammle ich hier eben noch ein. Da ist auch das letzte Teil von dem Scheinwerfer. Passt doch. So, nochmal Luft holen. Die faulen Arbeiter haben das Gebäude einfach nicht fertig gebaut. Hier geht's auch nochmal hoch. Aber hier scheint nichts zu sein. Da war aber auch nicht einmal Plastik drunter, ne? Das Spiel ist nett zu mir. Aber Hauptsache, ich krieg den Glibber. Ach, das ist schon wieder so ein Penner. Die sind so ekelhaft. Oh, hier ist nochmal ein Teil von einem Scheinwerfer. Wahrscheinlich muss ich nochmal einen reparieren. Auf der Boje kann man auch stehen. Okay, ich glaube, hier ist sonst weiter nichts. Da ist noch ein Päckchen. Da war ein Kokosnussschlag drin. Okay, ich glaube, wir haben hier alles erkundet. Weil hier geht es ja nicht runter. Hier geht es ja nur einmal nach oben. Jetzt schnell vorbei. Das Teil reparieren wir schon mal. Den habe ich schon komplett ausgeblendet gehabt. Jetzt muss ich den Weg nach oben auf den da acht geben. Wo ist der Dreckige? Da. Oh, haben es zurück zum Schiff geschafft. Okay, dann räumen wir jetzt erstmal ein. Hab's lebend hoch geschafft. Ich wollte mal eben kurz gucken. Haben wir das Getränk schon? Mangonana. Nein, das ist ein neues Getränk. Na gut, hat auch die Bananen, ne? Also wir haben auf jeden Fall gelernt, Anglerfische sind mies. Da können wir jetzt rein. Während uns ein Hai verfolgt. Ich hole hier einmal vorher Luft. So, ich schwimme sicherheitshalber von oben rein. Ich habe nicht wirklich Bock, die zu berühren. Da ist zu, dann geht's ja nur da lang. Ich glaube, ich habe den Desktop-Audio stumm, oder? Nee. Es schlägt zumindest bei mir nicht aus. Ich habe gerade noch mal reingehört. Das Audio vom Spiel ist echt leise.
hier ist eine Kiste. Da ist gegrilltes Zeug für mich drin. Ich habe gerade nur die Angst bzw. die Befürchtung, dass jetzt hier gleich noch mehr von diesen dummen Anglerfischen kommen. Okay, da geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter, dann geht's ja nur da lang. Oh! Au! Okay, ich habe erstmal nicht bemerkt, dass das ein Jump'n'Run hier gerade wieder ist. Man kennt es. Wann merke ich das mal? Aber jetzt sehe ich auf jeden Fall wenigstens was. Also hier ist nicht so dunkel wie woanders. Okay, ihr habt verstanden. Ich gehe da nicht mehr lang. Oh, ich muss da lang. Ah. Ich habe das nicht gesehen. Da ist wieder eine Schnur. Das heißt, da kommt mir jetzt wird wieder entgegengesprungen. Wenn ich mich dumm verhalte zumindest. Ich merke, heute ist laute, was im Chat angeht. Aber es soll ja nicht weiter stören. Aua. Hier tröpfelt's ein bisschen. Welche Dinger nicht kaputt machen? Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Die machen aber auch nicht so viel Schaden. Wie kommt die Schnur da wieder neu hin? Ein Glück, dass ich das hier alleine mache. Ich würde 20.000 Mal ausgeschimpft werden, wie oft ich getroffen werde. Na gut, werde ich zur Not spätestens in den Kommentaren auf YouTube. Das ist wieder ein Bauplan. Schlüssel zum Großlager, Hinweis. Also wir haben einen Scheinwerfer offenbar gefunden, den werde ich auf jeden Fall bauen. Wir haben 6 Nodes gefunden und ich habe durch mein Suchen rausgefunden, dass es 7 hier gibt. Also es fehlt nur noch einer. Okay, hier liegt viel. Ich habe jetzt übrigens die Nachricht mir nicht ganz angehört. Oh, im Hauptlager scheint ein Hai zu sein. Zumindest sagt das die Nachricht. Da muss ich hin, ne? Das ist die Tür, von der anderen Seite zu war, oder?
Ja, das ist die Tür. Ich kann einmal eben kurz mein Zeug abliefern. Also eben kurz einmal kurz mein Inventar leeren. Also, Varuna ist interessant. Das muss man schon sagen. So, die Abkürzung habe ich mir erkämpft. Wo ging's weiter? Da. Oder komme ich von da? Nee, von hier komme ich. Muss gerade gucken, wo es weitergeht. Wir nutzen die schlechte gemachte KI des Spiels, um hier hinzukommen. Also hier bin ich. Und das Hauptlager ist ganz weit unten. Bin ich ja nicht jetzt gerade komplett in der falschen Richtung unterwegs oder verstehe ich gerade komplett alles falsch? Also ich muss doch nach unten dann, oder nicht? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Ui, ab nach unten. Ja, hier musste auch ein Klo sein. Den würde ich so gern mitnehmen. Der ist mords cool. Nee, laut im Spiel muss ich doch hier lang. Das ist der Weg, den ich bisher gelaufen bin. Aber ich muss nach unten. Ist hier irgendwo ein Weg, der runterführt und ich sehe ihn einfach nicht? Muss auf jeden Fall erstmal hier wieder an der Seite entlang klettern. Ich sehe hier wahrscheinlich irgendwas nicht. Ja, da bin ich. Da muss ich rein. Ach, ich habe ja jetzt einen Schlüssel, ne? Eventuell muss ich da unten irgendwas aufschließen. Falls ich kann. Ich hoffe, dass da was ist, das ich aufschließen muss. Jawohl. Okay, jetzt muss ich wieder unter Wasser mich durchkämpfen. Das wird lustig. Das wird spaßig. Das wird kein Horror. Och nö. Und die kann ich ja nicht abschießen. Na los, komm her, du Mistvieh. Ich hab dich doch gesehen. Erstmal brauche ich wieder neue Luft. Ja, eine Gasflasche wäre gut gewesen. Aber ich habe halt keinen Kunststoff. Hätte ich besser investieren müssen. Nee, ich kann ihn abschießen. Ich habe mich nur doof angestellt. Du dummes Viech. Ich hasse dich. Also bisher sind das wirklich die nervigsten Gegner, weil die wendig sind. Was ich mir vorstellen kann, der hat doch von einem Hai geredet. Wahrscheinlich macht der die ganze Zeit dieses Gepolter.
Bei meinem Glück sind hier noch sehr viel mehr von diesen Drecksanglerfischen. Und Nahkampf ist gegen die eigentlich sogar eine schlechte Idee. Halt, Hodum. Okay, mit dem nächsten muss ich auf jeden Fall erstmal warten. Ah, jetzt sind wir hier unten. Um Gottes Willen! Ich will da nicht rein! Ich hab gehört, ich lade ihn doch ein. Ich will da nicht rein. Kann ich ihn von hier aus abschießen oder muss ich wirklich da rein? Hilfe, ich hab Angst. Wie soll ich den denn bekämpfen? Ich glaube im besten Fall gar nicht. Aua! Okay, der macht Ram-Attacken. Der hat da gerade einfach die Wand eingerissen. Hau ab von mir. Ich mag dich nicht. Du magst mich auch nicht. Gut, dann sind wir uns ja einig. Wie soll ich den denn platt machen? Das wird anstrengend. Vor allen Dingen, ich muss jetzt erstmal regenerieren, ne? Oder ich bringe mein Inventar weg. Also wir haben auf jeden Fall gesehen, Stechen bringt nichts. Ich habe keinen Schaden mit dem Stechen gemacht. Ich warte jetzt erstmal, bis meine Lebensleiste voll ist. Übrigens, die Kiste hier kann ich offenbar auch noch mitnehmen. Das habe ich erstmal gar nicht gesehen. Okay, ich warte am besten erstmal, bis der Hai ein bisschen weiter von mir weg ist. Ich hätte die Lampe ausziehen sollen, während ich weggehe. Ah, ich sehe, wie ich ihn bekämpfen muss. Erstmal Luft holen. Komm hier. Put. Oder muss ich damit die Säulen zerstören? Ja, komm. Aua. Das Gute ist, der macht nicht so extrem viel Schaden mit einem Angriff. Ich glaube, ich muss ihn echt die Säulen kaputt machen lassen. Wo ist der jetzt?
Ja, der muss die Säulen kaputt machen und dann muss das explosive Fass da rein. Okay, gerade haut er ab. Eben kurz Luft holen. Dann muss ich ein Fass holen. Ja, hier hätte ich jetzt gerade echt die Flossen sehr gern. Der haut auch ab, wenn der was rammt. Aua. Luft, 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 Luft. Der passt sich mir an, der Dreckige. Und ich habe gerade gesehen, ich kann immer nur ein Fass nutzen. Oder? Nee. Okay. Der muss in jede Säule einmal reinrasen. Danach muss ich dann ein Fass reintun und dann muss er ja nochmal reinrasen. Oder ist er schon besiegt? Nee, der ist einfach nur eine Ebene höher. Okay, ich weiß aber zumindest, wie ich kämpfen muss. Alter, ist der übel zu bekämpfen. Es macht übrigens keinen Unterschied mit der Lampe hier offenbar. Ich würde gerne erstmal scouten eigentlich. Okay, ich kann das Fass nicht mitnehmen. Er muss erstmal in eine Säule wieder. Oh, der muss die hier offenbar mehrmals treffen. Ich habe aber einen Vorteil. Er kommt nicht mit nach hier unten offenbar. Das heißt, zum Luftholen kann ich mich safe setzen und einfach nach unten. Dann trifft er mich nicht. Okay, das macht es einfacher. Jetzt gucken, wo ist der? Wo ist der? Nach hinten drehen. Oh, hi. Hallo. Willst du hier einmal gegenspurten? Ich brauch Luft, du Penner! Ja, am besten ich gehe da ohne Inventar runter. Zum Glück habe ich die Pfeile halbwegs behalten. Die ist ja richtig scheiße zu bekämpfen. Ich muss ihn nicht nochmal neu machen. Ich bezweifle, dass hier irgendwo was rumliegt. Das Gemeine ist ja hier, dass du einfach nicht schnell genug wegkommst, wenn du die Flossen nicht hast. Also die Flossen sollte man hier unbedingt haben. Okay, der Hai ist direkt da dran. Wir nennen ihn mal Hammerhead. Ja, komm, mach den Sturm. Ein bisschen Luft. Okay, wir haben ihn noch mal eine verpasst. Da ist wieder ein Loch nach oben. Oder wahrscheinlich jetzt auch sein wird. Ich hoffe, das ist einer dieser Bosse, der nur drei Hits ab kann.
Scouten. Da ist er. Er greift nur an, wenn ich auf derselben Ebene bin. Okay, erstmal holen wir wieder Luft. Ich denke mal, die sollen, die brauchen jetzt 3 Schläge, bis sie kaputt gehen. Ich hätte hier echt nicht so einen Bosskampf erwartet. Ist ja nur ein Hai. Er trifft mich. Ich weiß halt nicht, ob ich mich hinter Kisten verstecken kann, ne? Ich tippe mal drauf, dass er auch noch auf der richtigen Höhe gegen das Ding jetzt klatschen muss. Aua. Ja, danke, da komme ich nicht weg. Wie soll ich denn da ausweichen? Ja, komm, du willst mich, hier rein mit dir. Ja, da muss echt auf der richtigen Höhe sein. So mieser. Ich setze mir sicherheitshalber auch mal direkt ein Fass da, jetzt hoch, wenn ich da nochmal hinschwimme. Das ist direkt vor Ort ist. Danke, dass du mich davon wegprügelst. Ey, der Boss ist eher nervig als anstrengend. Wieso hat der jetzt mich getroffen statt dem Scheißteil? Schnell einmal verstecken. Ich hoffe einfach mal, dass er hier nicht treffen kann. Hier ist ein Lüftungsschacht. Ah, so könnte ich auch noch scouten. Ich muss scouten, bis er auf der anderen Seite ist. Und dann muss ich ihn triggern. Verzieh dich. Ich weiß nicht, wie ich ihm ausgewichen bin, aber ich bin ihm ausgewichen. Ey, komm, stoß dir wenigstens nochmal gegen. Bevor ich abnippel. Ich musste echt ohne Inventar runter. Der haut mir das halt alles raus. Ich tue auch sicherheitshalber meinen Rucksack jetzt eben kurz beiseite. Also wir haben ja zumindest noch vorher den die Säule noch zu Ende kaputt gemacht. Das sollte zumindest was ändern. Wir müssen ja jetzt vom Prinzip her nur einmal eben kurz das Teil implantieren. Zur Not heile ich mich dann einfach mit der Heilsalbe gegen die Schläge, die er mir verpasst, oder gegen Luft. Bei ihm wäre es wirklich ratsam, auf jeden Fall die Flossen zu haben. Also ich tauche jetzt schon zum 3. oder 4. Mal jetzt schon hier runter. Wegen dem Hai. Es gibt halt auch keinen Shortcut. Ich muss einfach den ganzen Weg hier nochmal schwimmen. Ist richtig nervig. Ich sterbe ihn auch durchgehend mehr an der Luft als an ihm. Also da wäre eine 2-Spieler auf jeden Fall wesentlich besser gewesen bei dem hier. Das sage ich euch. Solo ist er ja die absolute Hölle.
Vor allem, wenn man keine Flossen hat. Oder keine Sauerstoffflasche. So, ich habe nur Heilung dabei. Die ich so schön nach vorne halte. Ich glaube, zwei Schläge kann ich ungefähr gegenheilen. Ich könnte mal jetzt in diese Löcher reingucken, in die ihr reingeprügelt hat. Einfach nur mal gucken, was da so ist. Ach nee, er prügelt Shortcuts rein. Worüber man raus und rein kann. Warum haut der nicht einfach ab? Wahrscheinlich macht er das, sobald wir hier durch sind mit dem. Dann hat er keinen Bock mehr und verzieht sich einfach. Das müsste jetzt aber dann wahrscheinlich auch wirklich die letzte Säule sein. So, da müssen wir hoch. Erstmal nochmal ein bisschen Luft tanken. Weil da oben komme ich eventuell nicht zu. Jetzt würde ich gerne scouten, wo der ist. Ich muss da hochkommen. Ach, der hat das Ding noch gar nicht zu Ende kaputt gemacht. Ja komm, prügel mich wenigstens da dran. Ja, jetzt muss ich nur darauf achten, aus welcher Richtung der kommt. Wahrscheinlich von da. Ja komm, du willst mich, du weißt es, komm! So, jetzt hole ich mir erstmal Luft. Kommt wahrscheinlich von da. Ich kann mich dagegen halt auch nicht wehren, ne? Der wird jetzt von der anderen Seite kommen. Das Muster habe ich zumindest erkannt. Wenn er einmal geschlagen hat und getroffen hat, dann haut der ab und kommt von der anderen Seite wieder. Ja, komm. Komm, stürme, stürm da rein. Er ist tot. Ich hole mir erstmal kurz Luft. Alter, der ist ein Albtraum. Der gibt aber irre viel Haifleisch. Und ich habe eine Trophäe. Hornhai hieß der. Okay, wir haben doch diese Shortcuts jetzt durch den, ne? Können sagen, hier schwimmen wir jetzt raus. Holen uns die Tasche. Damit wir hier auch ordentlich was mitnehmen können. Ich denke mal, diese Räume waren wirklich einfach nur dafür gedacht, dass man sich so zwischen verstecken kann. Unterhalb von der letzten Röhre nehme ich mal gerade an. Ne, von der ersten. Da sind wir. Muss ich mir merken, unterhalb der ersten auf der anderen Gebäudeseite. Ja, ist egal, wenn der mich beißt, ich habe Heilung. Muss gerade nur gucken, wo das Schiff ist. Der Hai, der war schlimm. Aber wir haben eine Trophäe. Ich kann den nicht aufhalten gerade. Ich habe eh keine Waffe bei mir.
Ich will das mir einfach mal angucken. Den haben wir erlegt, Leute. War das ein Kampf, ey. Ohne Witz, das war ein Albtraum. So, Heilung kommt hier rein. Jetzt kann ich mir wieder alles ausrüsten. Der ist jetzt da drin. Du bist aber auch penetrant. Stell dir mal vor, der wäre mir hier reingefolgt. Ich hätte mich nicht mehr eingekriegt. Vor Wut und so weiter alles. Der folgt mir gerade echt hier rein. Der Penner. Muss ich jetzt extra hier drin umbringen, nur damit du mir nicht auf den Keks gehst? Ist das dein Ernst? Ey, es war eine Schlacht, hier reinzukommen. Soll das blöde Vieh mich in Ruhe lassen? Hier gibt's jetzt nichts Schönes. Das ist ein Bauplan. Windturbine. Und der Kranschlüssel, den wir gesucht haben. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich mache mal einen Screenshot. Jetzt muss ich den Kran wieder hochklettern. Nur dafür bin ich jetzt hier rein. Natürlich auch für den Bauplan. Lädt Batterie mit Windkraft auf. Ah, ist dann sogar besser, weil ich dann keinen Biokraftstoff mehr dafür brauche. Das ist sehr nett. So. Das Haifleisch grillt und währenddessen... Nee, ich warte lieber, bis das Haifleisch fertig ist und schmeiß direkt Neues drauf. Hab gerade nochmal nachgedacht. Wir können ja schon mal das Windding... lernen. Das will ich dann auf jeden Fall statt dem Teil hier haben. Weil gerade ist es besser. So, wir warten, bis das fertig ist. Ja. Verona Point. Also mit höchster Wahrscheinlichkeit entweder lassen wir das da drüben fallen, was ich am allerersten denke. Oder wir dürfen nochmal auf Tauchgang gehen. So oder so haben wir heute ein Erlebnis gehabt, was nicht nochmal sein muss. Also ich will auf jeden Fall ja nochmal alles bauen, was wir hier alles finden, storymäßig, ne? Halt den elektrischen Gilden, die Windturbine. Den Scheinwerfer. So. Und mit dem letzten Haifleisch warte ich ein bisschen. Es ist auch gut, wenn ich die Pläne behalte. Dann kann ich mir nämlich selber so ins Gedächtnis rufen, welche ich schon jetzt geholt habe. Also hier vor Ort. Oh, guck mal, wir haben eine Abkürzung hier rüber. Hui! So. Hier müsste ich irgendwo zu einem Kran kommen. Ja, da. Haben dafür nur 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, im Duo wäre es auch nicht viel schneller gegangen. Weil wir eh denselben Weg hätten laufen müssen. So, lässt das das jetzt einstürzen? Ja. So, und da wollen wir jetzt rüber. Ich hab das Seilrutschenzeug vergessen. Verdammt. Ui! Ich hab das Zeug vergessen.
womit ich da runterrutsche. Zum Glück hatte ich irgendwann mal noch ein weiteres gemacht. Das war eigene Dummheit. Um Gottes Willen. Das haben wir gut geschrottet. Ich habe das Büro kaputt gemacht. Da liegt ein Bauplan. Fortgeschrittene Batterie. Eine bessere Batterie, ja, endlich. Ich hätte geweint, wenn hier nichts drin gewesen wäre. Was ist das denn? Ein Pilzomelett? Hm. Sieht aus wie gebratener Käse. Wie Camembert. Dieser Ofenkäse, falls ihr den kennt. Den mache ich mir immer wieder mal gern. Wie auch immer das unter Wasser dampfen kann, ne? So, Speer bereithalten. Unser alter Freund ist hier irgendwo. Oder wir haben es geschafft und haben ihn festgebackt. Also ich bezweifle, aber das wäre schön. Ich glaube, der ist echt irgendwie in dem Bossraum gerade. Und kommt da nicht raus. Ach, die Batterie hier ist ewig leer, ne? Wir wollten eine neue. Ja, die kann man auch austauschen. Wir können uns den neuen Bauplan gönnen. Braucht auch natürlich Titan. Aber sobald wir die besseren Batterien haben, sollten wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Vor allem Dingen, die brauchen keinen Kunststoff. Ist das Schöne. So, und als nächstes haben wir Temperance. Das ist, glaube ich, auch der letzte Ort. 8635. Ich kann das ja schon mal eingeben. Ich würde nämlich hier jetzt so langsam Schluss machen. 8. Ach, guck mal, ich muss nur die ersten beiden wechseln. So. Das machen wir aus. Hier gibt es sonst nichts zu holen. Ich gönne mir mein Pilzomelett. Ja, und demnächst heißt es Titanfarm. Naja, was heißt Farm, ne? Ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich die Würfel hingetan habe. Ich sehe es gerade da oben. Ich bin auch ein Hörni. Würfel her. Aber wir haben jetzt die fortgeschrittene Batterie. Das ist auf jeden Fall ein Segen, bessere Batterien zu haben. Zumindest für die Maschinen, weil dann kann man die kleinen Batterien halt wirklich nur für Stirnlampen verwenden. Und zwar für die guten, nicht für die hier. Obwohl ich auch lieber gern nochmal zwei Titan machen. Anstatt die zwei Schrott. Schrott hat damit dann eigentlich mittlerweile seinen Wert verloren, ne? Ihr habt Wasser. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Zur Not kommt ja auch noch von hier was. Ich habe ja hier extra so einen Notfass. Na gut. Wir speichern hier die Welt. Beenden das Spiel. Und da machen wir das nächste Mal weiter. Hätte da jetzt noch irgendwo ein Charakter stehen müssen? Nee. Nicht bedingt. Einer fehlt noch. Obwohl, ich habe hier die Seite offen. Ich kann ja nachgucken. Ich guck mal gerade über die Seite nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, scheinbar habe ich nichts vergessen.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder einen entspannten Stream jetzt hatte. Ich hatte ihn nicht mit dem Hai. War mal ein bisschen kürzer heute, aber ich war ja auch alleine. Das nächste Mal wird der letzte Stream sein, zumindest so Folge. Also so storymäßig wird es das letzte sein. Und danach wäre es halt wirklich nur noch eventuell nochmal ein Stream, vielleicht zwei, wo wir gucken, dass wir nochmal die letzten restlichen Sachen herstellen. Obwohl eigentlich dann unnötig ist, aber ich will sie ja trotzdem alle mal gesehen haben. Und danach ist Ende mit Raft. Also geht jetzt wirklich nur darauf hinaus, dass wir noch die restlichen Sachen bauen. Die Batterien sowieso. Eventuell wird der nächste Stream auch eher sein, dass ich alleine losziehe und erstmal ein bisschen Titan farmen, damit wir das alles craften können, dass es auch mehr Sinn hat. Und wie gesagt, was die restlichen Erfolge angeht, die würde ich dann für mich machen, also die nicht mehr onscreen, weil das wäre mir zu nervig mit Streams, das zu erledigen. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Follow auf Twitch da lassen. Ein Abo und ein Like auf YouTube. Weil ich das ja auch auf YouTube hochlade. Nächstes Mal wird es Titan-Farming. Dass wir erstmal ein bisschen Titan farmen. Vielleicht mache ich das auch offscreen. Jedenfalls sage ich hier jetzt ciao. Und bis zum nächsten Mal.